Hey Leute, was geht ab? Willkommen zurück zur nächsten Folge Resident Evil. Es ist die fünfte Folge und wir sind im Verarbeitungsbereich dieses Hauses. Und was muss ich machen? Ich brauche immer noch die drei Hundeköpfe und ich muss immer noch die Flinte bekommen. Ich habe jetzt gerade einen Schlüssel eingesammelt zum Zerlegungsraum. Oh, Skorpionschlüssel. Ah, damit kann ich ja vielleicht oben die Tür öffnen, wo die Schrotflinte hinter war. Schatzfoto. Nochmal ein Dietrich. Aber leider keine Munition mehr. Oh oh. Irgendwas passiert? Okay, geht's noch tiefer runter. Ich schaue mich erstmal hier weiter um. Ach du Scheiße. Was? Fuck. Scheiße. Das. Okay, das funktioniert mit dem Messer wirklich nicht schlecht, also relativ gut. Riegelt. Ach so, okay. Da war ich vorhin auf der anderen Seite und kam hier nicht durch. Okay, alles klar. Werkstatt. Ich hier erst weiter umsehen. Bevor ich noch eins tiefer gehe. Hier wird sicherlich so ein Vieh rauskommen. Oder da auch. Scheiße. Shit. Fuck, ey. Nur noch zwei Stück gibt's auch gar nicht. Ich habe nicht genug Platz für Kraut. Was? Scheiße. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Ich werde sterben, Leute. Ich werde elendig verrecken. Nein! Okay, einer ist weg. Fuck, ey. So verzweifelt nach Munition oder sowas. Scheiße. Komm schon. Nein. Fuck. Ah, okay. Ich kann auch verschiedene Arten von Munitionen einsammeln. Gut. Wenn ich überhaupt mehr welche hätte, wäre es auch schon gut.
Ja. Ganz schön lange. Okay, es geht weiter. Also von den Geräuschen her geht es zumindest weiter. Ah, was? Ach du Scheiße. Bin ich wieder hier oben? Oh nee, ey. Sollte ich mir die Munition wirklich aufsparen? Jetzt mal versuchen, mit dem Messer zu kämpfen. Oh, fuck! Oh, komm schon. Komm schon. Jawohl. So, hier ist ja noch eins. Komm. Geil. Okay, das hat super geklappt diesmal. Das freut mich. Okay, hier war der Zettel. Alles klar, dreimal A und eine Hand. Entschuldigung. Ach ja, jetzt kommt ja noch ein Vieh. Komm schon. Wie lange hält? Wie viel hält er denn aus, ey? Okay, ein Schlüssel zum Zerlegungsraum. So weit waren wir vorhin auch schon. Okay, ich kann mir leider keine neue Medizin machen. Hier ist eine Tür zum Workshop. Hier bin ich gerade gestorben. Ich gehe erstmal wieder hier rein. Ah, okay, flüssige Chemikalie, das ist schon mal super gut. Schlüssel, Dietrich.
alles, was ich brauche. Okay, ich habe leider nicht genug Platz. Wenn ich das hier rausschmeiße. Ach, was soll ich denn mit so einem Foto, ey? Sie haben nicht genug Platz. Jetzt ist die Frage, wenn ich hier... Ach, okay, das geht, da geht die Treppe wieder runter. Okay, den schaffe ich locker. Leicht. Was sagt denn eigentlich mein... Okay, das sieht alles noch im grünen Bereich aus. Okay, hinter sind zwei. Boilerraum, Zerlegungsraum, da muss ich aber auch hin. Aber erstmal in die Werkstatt. Das scheint nur ein einzelner Raum zu sein. Von der anderen Seite verschlossen. Na toll. Muss ich also doch hier rein. Aber irgendwo war doch... Oder irre ich mich? Schade. Ah, nützt jetzt nichts, ich muss in den Raum. Insgesamt 31 Schuss von der Pistole. Hier kurz einen Prozess machen. Was? Was? Okay, ich muss sagen, da war ich jetzt selber schuld. Aber ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass ich so schnell sterbe. So ein Mist. Ein Mist, ein richtiger Mist. Das schreckt mich gar nicht ab. Okay, ich stehe bestimmt wieder oben an der Treppe. Also die Ladezeiten sind manchmal nervig. So. Und runter geht's, wenn es weitergeht. So, und auf ein neues. Ich möchte trotzdem weiter die Munition sparen. Versuch's weiter mit dem Messer.
den ersten hätten wir. Ja, hier war ja sowieso nichts drin. Die Säge kann ich leider auch nicht nehmen. Schon, Junge. Boah, wie viel hält er denn aus? Ich bin gleich tot. Nein! Boah, ey. Alter. Puh. Geschafft. Jetzt habe ich natürlich keine Heilung mehr, keine Arznei. Was ist denn eigentlich hiermit? Sollte ich das mal verwenden? Sie sehen eine zeitgleiche Position von Objekten. Toll! Eine Zeit lang, was bedeutet das? Wobei, das kann ja auch sehr nützlich sein eigentlich. Das kann auch sehr nützlich sein, so. Kraut. Das Kraut hätte ich gerade nicht gesehen. Oder hatte ich sogar nicht gesehen. So, kann ich mir noch eins machen? Nee, leider nicht. Aber habe ich schon mal zwei. Gut. Auf ein neues. Werkstatt, Boilerraum, Zerlegungsraum. Ach nee, der Zerlegungsraum ist unten, oder was? Vielleicht sollte ich mal, damit ich es nicht wieder riskiere, da hinten zu sterben, weil die ja zu zweit sind, einfach runtergehen. Wer weiß, vielleicht kommt mir das was. Aber vielleicht kann ich auch hier nicht weiter. Aber ich kann es ja mal testen. Deswegen mache ich das jetzt auch. So, ein Wischmob. Flintenmunition, aber ich brauche die Flinte, verdammt. Okay, die Tür ist natürlich verschlossen. Wie soll es auch anders sein? Skorpionschlüssel passt natürlich auch nicht. Mir wird hier unten ein Gegenstand angezeigt, aber kann ich nicht aufheben. Gut, also muss ich nach oben. Ich möchte echt ungern die Pistolenmunition verbrauchen, aber... Okay, bei dem hier werde ich es noch nicht machen. Scheiße. Vergessen zu blocken, beziehungsweise nicht geschafft zu blocken. Scheiße, schon wieder. Fuck. Okay, das war jetzt richtig scheiße. Ah, fuck. Scheiße. Wow.
Das hätte ich geschafft. Scheiße, jetzt habe ich meine ganze Medizin verbraucht. Und für die beiden Typen jetzt hier. Muss ich die Pistole dann verbrauchen. Okay, waren es wohl nicht zwei? Mann, fuck! Scheiße! Boah. Alter. Scheiße. Hat nichts zum Heilen. Aber es war doch noch einer eigentlich. Da ist er. Gott sei Dank. Okay, Kraut. Habe ich nochmal dieses Ding hier? Das benutze ich nochmal. Falls ich irgendwelche Gegenstände übersehe. Oh, Moment. Ich bin im Boilerraum. Ah! Scheiße, sogar zwei. Fuck. Scheiße. Was? Sogar drei. Scheiße, ey. Wie soll ich das denn jemals schaffen? Komm schon, nur noch zwei Schuss. Genau zielen, Bugman. Reiß dich zusammen. Hm? Hm? Bin wahrscheinlich zu weit zurückgegangen. Sind die verschwunden und kommen jetzt wahrscheinlich mit voll aufgeladener Energie wieder. 100 pro. Was zum Teufel war das? Scheiße. Ich darf hier eigentlich nicht weggehen. Ah, Mann, ey! Scheiße! Ach, Mann. Was soll ich... Ich probiere das jetzt zum 4.
Müsste ich auch nicht kämpfen, vielleicht einfach mal weglaufen, ich weiß es doch nicht. Keine Ahnung. Es ist sehr frustrierend, muss man sagen, aber trotzdem macht das total Bock und voll Laune. Ich bin auch nach wie vor begeistert von Resident Evil 7. Aber ich muss auf jeden Fall irgendwie einen Weg finden, hier weiterzukommen. Wir sind wieder am Start. Gleiche Taktik wie vorhin. Die ersten paar Viecher muss ich ja fertig machen. Oder vielleicht ja auch nicht. Wobei den ersten, der hier kommt, und den zweiten, den muss ich machen. Und dann gucke ich mal bei den nächsten, ob ich nicht vielleicht irgendwie noch so davon kommen kann. Boah, ja, ist klar, Junge. Das war mir jetzt zu riskant. Ich hab mich zu sehr verletzt. So, Nummer 1. Und Nummer 2. Was? So. Vielleicht muss ich auch ein bisschen kombiniert kämpfen. Also mal schnell schlagen, mal langsam. Vielleicht ist das auch mein Fehler. Ich öffne jetzt zum dritten Mal diesen Schrank und drehe zum dritten Mal, dass hier nichts drin ist. Okay, der ist ein bisschen heftiger, der Typ. Scheiße. Okay. Okay. So geht's auch. Aber es dauert natürlich ein bisschen länger. Hier ein. Brauch so nicht mit Kali, hier ist eine. Können wir zumindest schon mal eine Medizin machen und mich heilen. Denn jetzt kommt auch schon der nächste. Genau da. Das hätten wir erledigt, so die Karte nicht vergessen.
So. Und wir sind wieder an der superschönen Stelle angelangt. Und ich weiß immer noch nicht genau, was ich am besten anstellen soll jetzt. Ah, fuck. Mann, scheiße. Ich verpasse immer. Scheiße. Ey, bitte nicht schon wieder sterben. Scheiße, ey. Sind wir ja nicht praktisch umsonst geheilt? Jetzt schon direkt wieder fast gestorben bin. Fuck, ich bin echt kurz vorm Abnippeln. Nein! Verdammte Scheiße! Mach keinen Scheiß! Nein! Leute, was ist nur los? Entweder bin ich so schlecht oder ich mache irgendwas falsch. Es ist einfach, ich pack's einfach nicht. Ich versuch's bei der nächsten Folge. Bleibt dran. Wir sehen uns gleich. Bis gleich.